So, hallo, wir machen weiter. Beim Super Mario Maker 2, es hat tatsächlich letztes Mal funktioniert. Nachdem die Switch kurz aus war, hat es einfach die Aufnahme dann wieder gestartet, als sie wieder angegangen ist, na, wegen dem Update. Das heißt, das hat auch funktioniert. Es ist dadurch nichts in der Asynchronität verschoben worden. Mit diesem Game Capture Ding aufnehmen. Bisher super. Ich will nichts verschreien. Wenn ich es verschreie, dann wird es wieder Mist wahrscheinlich. So, Rasierer hat keine Ahnung. Bosskampf-Rätsel. Was hast du getan? 0,83%. Red Coins are necessary. 2 Minuten 4 Weltrekord. Wir schauen rein. Wir schauen rein. Okay, das wird ein Präzisionslevel. Das sehe ich ja jetzt schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich da rein? Nein. Ja, super. Das hat nicht hingehauen. Wie viele Red Coins sind es denn? Ach ja, das geht ja. Sind ja nur 6 Stück. Oh je. Ach, come on. Ich werde doch die ersten Sprünge hier hinkriegen. Wie weit kann ich da rauslaufen? Weit. Ja, okay. Nee, der Kollege hier macht gleich mal einen Abflug. Hüpf hoch. Brav. So. Dann machen wir einen Abflug nach unten. Oha, da ist ein anderer Kollege. Den hätte ich erst erledigen müssen. Ich komme, glaube ich, nicht. Doch, ich komme da wieder hoch. Nice, 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 nice. So. Aber jetzt macht der Kollege da unten erstmal einen Abflug. Nee, den wollte ich noch nicht auslösen. Den hätte ich gern gehabt. Den hätte ich doch gerne mitgenommen. Na gut. So. Die sind nur hier in dieser Lücke, ja? Okay, was machst du? Du hüpfst einfach da weg. Okay. Ich hoffe, ich verpasse hier keine Münze. Sieht aber nicht so aus, wie wenn da irgendwas wäre. Es wirkt alles nach ganz viel Nichts. Wir gehen vorsichtig weiter. Ich habe viel zu viel Respekt vor Rasiererleveln. Da ist ein Leben, das bringt mir wahnsinnig viel. Eine rote Münze wäre mir lieber gewesen. Okay. Was habe ich mir denn jetzt dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Ist in diesem ganzen ersten Abschnitt genau eine rote Münze? Scheinbar. Also, du musst weg. Yo! Das nenne ich Kooperation. So. Dann holen wir uns den Pilz diesmal gleich. Sehr schön. Und wir haben gesehen, man kommt wieder da oben drauf. Auch sehr schön. Ist hier noch irgendwo eine rote Münze? Das ist die Frage. Wozu ist dieser ganze Quatsch hier? Das verstehe ich alle. Ich verstehe den Aufbau hier überhaupt nicht. Ich nehme den mal mit. Durch die Tür wollte ich ihn eigentlich mal mitnehmen. Scheint mir nicht wirklich viel zu nützen. Wobei... Nein! Das war nicht, was ich gesucht habe. Ach so, was ich hier baue, könnte ich auch mit den Paus übrigens bauen. Dafür brauche ich eigentlich den Kuba. Oh, da drüben sind 2 rote Münzen in einem. Ah, das ist mal ein Angebot. Okay, hier oben ist einfach nichts außer der Tür. Gut. Na gut, So.
Ein Mancher macht mal den Abflug. Wenn ich hier oben jetzt reinspringe, komme ich nicht mehr raus. Also ich weiß nicht, was ich da drin will. Ach, sagt mir, dass das da ein Schlüssel drin ist? Nein, ich wollte ihn nicht kaputt machen. Ah, ist da ein Schlüssel drin? Ich muss es testen. Ah, ist super. Jetzt habe ich es wahrscheinlich versaut. Wait, was ist das denn hier? Hä? Hä? Wann ist denn der Block hier entstanden? Okay, irgendwas habe ich komplett falsch gemacht. Ah, jetzt bin ich jedenfalls stuck. Okay. Jetzt würde ich natürlich gerne den zweiten Raum weiter erkunden. Dafür müssen wir aber erstmal wieder durch den ersten Raum durch. Oh. Ich wollte die ganzen Pau-Blöcke auch gar nicht drücken. Das war eigentlich nicht meine Absicht. Ich schwöre. Das ist eigentlich auch nicht meine Absicht. So. Kollege, hüpf hoch. Oder lass dich von dem Viech da unten wieder treffen. Das wäre mir lieber. Okay, so geht's auch. So. Tschö. Du wirfst und ich springe. Ach, guck mal, jetzt ist da so ein Mole rausgekommen, aber der war bisher nie relevant. Also wird er das auch jetzt auch nicht sein. So, wir wollen hier runter. So, zack. Und dann gehen wir da drüben wieder hoch. Alles easy. Dauert halt nur leider ein bisschen, bis man da ist. So, den Goomba nehme ich nicht nochmal mit. Der hat nur Ärger gemacht. Ich verstehe den Abschnitt hier überhaupt nicht. Was ist das hier alles? Wozu ist das da? Das ist wahrscheinlich der Sinn des Levelnamens. So. Da ist von Anfang an dieser komische braune Block. Ich komme da nicht durch. Da ist dieser komische braune Block. Aber so kill ich ja alles. Ich dachte jetzt halt, vielleicht kann ich den da hochwerfen irgendwie. Kann ich halt nicht. Oh je. Komm ich da jetzt überhaupt nochmal rein? Ja. So vielleicht? Das löst die Dinger halt aus. Wie entsteht der überhaupt so komisch da in der Ecke? Das ist ja komplett weird. Und am Anfang fährt da irgendwie so ein Block durch die Gäste. Okay, ich muss mir den Raum nochmal angucken. Es hilft nichts. Ich kann leider nicht resetten. Irgendwas muss hier im ersten Raum noch sein, was mir hilft. Aber ich weiß nicht wo und ich weiß nicht was. Wait, da ist ein P. Die Formation da drüben sagt P. Hilft mir das? Ist da ein P-Switch versteckt irgendwo? Ist es das, was du mir mitteilen willst? Hier ist ein P. Ist hier irgendwo ein P-Switch? Hilfe. Ist hier irgendwo ein P-Switch versteckt? P. Das wäre ja komplett dämlich. Aber das kann eigentlich auch nicht sein. Nee, da ist nix. P. Wofür ist das alles hier? Ich verstehe es nicht. So, jetzt gehe ich wieder hier rein.
Da wird sofort, ach so, das ist so ein fliegender Block, der wird einfach sofort ausgelöst. Jetzt kommt da so ein brauner Block angezogen. Was? Ich check überhaupt nichts. Die Sache ist die, wenn ich den Goomba dabei hätte, ne? Wie ich ihn vorhin dabei gehabt hatte. Den Goomba müsste ich da doch hochwerfen können, oder? Oder kann ich auch den da nicht hochwerfen? Würde der Goomba auch die Blöcke hier auslösen? Das ist halt das, was ich nicht weiß. Aber dafür müsste ich erstmal dafür sorgen. Oh no. Super. Dafür müsste ich erstmal dafür sorgen, dass der Goomba nicht stirbt, während der Pow ausgelöst wird. Okay, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Ich krieg den Goomba dahin. Und der Pow wird nicht ausgelöst. Ja, sehr gut, danke. Das kriege ich hin. Das ist gar nicht so schwierig. Dafür muss der Goomba nur einen Moment in der Luft sein. So. Das probieren wir jetzt noch aus. Und wenn das auch nicht hilft, dann lassen wir das Level hier Level sein. Nein, nicht da hoch. Nein! Wo habe ich den jetzt hingepfeffert? Ah! So, einfach da rein. Okay. So, jetzt Achtung. Ich werfe den Goomba hier hoch. So, jetzt lege ich den ab. Und hoffe, dass ich. Dass ich hier den Block ausgelöst bekomme. Okay, der löst immer erst den unsichtbaren Block aus. Habe ich es doch jetzt im Prinzip wieder versaut. Also der löst definitiv erst die unsichtbaren Blöcke aus. Oh, Moment, ich kann den Goomba hier runterfetzen. Vielleicht. Und der löst wird das Nein auch nicht. Reicht die Explosion vom Pau? Jetzt kommen hier die ganz bekloppten Ideen. Geh mal weg jetzt. Reicht die Explosion vom Pau, um von hier den Schlüssel auszulösen? Nee. Den Block da meine ich. Ist das Quatsch, ne? Nee. Ach, ich komme jetzt sogar ohne Goomba hoch, lul. Wie komme ich an den unsichtbaren Blöcken vorbei? Wie hilft mir dieser Block, der hier entlang fährt? Dieser Steinblock. Wie hilft mir der? Ich muss diese Bombe hier zur Explosion bringen. Ich muss irgendwie diese Bombe zur Explosion bringen, die da oben ist. Dann kriege ich den Schlüssel. So. Aber bringt nicht der Stein. Aber der Muncher ist im Weg. Ich komme nicht da durch. Ich raff nichts. Ich raff nichts. Checkt außer Rasierer irgendjemand, was ich hier tun muss? Habt ihr eine Idee? Bin ich so blind, dass ich dieses Rätsel nicht verstehe? Nein! Mist.
Come on. Aber dieses P da irritiert mich auch. Als wäre da irgendwie ein P-Switch. Aber ein P-Switch würde ja hier im Mario Maker gar nicht die braunen Blöcke zu Münzen machen, sondern er macht ja nur die Turnblöcke zu Münzen, ne? Ich hasse alles. Okay, ich bin jetzt mal so frei. Aber ich glaube nicht, dass die paar Leute, die hier gespielt haben, irgendwelche Kommentare hinterlassen haben. Ja, der war sinnvoll. Nein! Ja, das ist jetzt auch nicht so gut. Ich komme da zwar vielleicht wieder raus. Wäre möglich gewesen. Es wäre möglich gewesen. Es ist kein Softlock. Man kommt da wieder raus. Ja, die Kommentare erzählen die Wahrheit. Ich dachte, er hüpft jetzt. Hilfe. Das war hektischer, als es sein sollte. Aber das hier nützt mir auch nichts, ne? Da ist nichts versteckt oder so in dem Leben. Hä, hab ich den nicht gerade gekillt? Wo kam... ich bin doch durch den durchgerutscht. Hab ich nur einen Teil von dem gekillt? Huch. Wo kam der denn her? Das war ja wild. Da ist ein P. Alter. Da ist ein P. Was machen P da? Ich würde ganz gerne jetzt mal mit Kommentaren in den zweiten Raum. Vielleicht ist da irgendwas. Vielleicht hat mir ja... Oh. Vielleicht hat mir eine nette Menschenseele da was hinterlassen. Ich denke mal, der Mole ist halt auch einfach nur so da. Ne? Der hat keine besondere Relevanz jetzt oder so. Uah, das war knapp. So, wir warten. Wir gehen hier auf Nummer sicher. Hopp. Und dann gehen wir hier rum und gehen nicht mehr hier rum. Das war ungünstig. So. Warum ist da ein P? Was? Da ist nix. Ich stand ja auch schon mal da oben, so, da war ja auch nichts. Da war nur das Leben, ne? Ah, der Goomba ist jetzt endgültig weg eigentlich. Oder kriege ich den irgendwie wieder hier reingesetzt? Ich wollte den ja mitnehmen eigentlich ganz gerne. Muss ich dann nochmal bis hier rüber? Da ist er wieder. Nice. So. Guck mal, da dieser Block. Der haut hier einfach ab, so. Was soll das? Wir bräuchten einen Moment. Das wäre die andere Variante. Das Problem ist, wenn ich den Pau auslöse... Wenn ich den Pau auslöse, ist das Problem. Dass der Bob-Ob-Bitch stirbt.
Der Bob Omb müsste in der Luft sein, aber der ist nie in der Luft. Und der wird aber auch durch den Dings nicht kaputt gemacht. Warum läuft er denn dahin? Weil ich da bin oder so? Würde der, wenn ich jetzt hier stehen... Wenn ich jetzt hier stehen würde, würde der danach weiter drüben laufen? Nee, das macht er halt auch nicht. Der Steinblock, der hier runterfährt, müsste den auslösen irgendwie. I guess. Aber der läuft halt einfach sofort hierhin, wo ich bin. Den kriege ich da auch nicht irgendwie reingepfeffert. Und wenn ich den Power auslöse, ist halt vorbei. Da ist halt der Bob-Omb mit weg. Jetzt ist der Goomba auch mit weg. Das war's komplett. Brauche ich ja nicht mal. Ich komme ja auch so hoch. Lost. Wofür ist denn dann... Okay, das ist die nächste Frage. Wofür sind dann hier eigentlich zwei Pau... drei Pau? Wofür sind hier... Ich dachte erst, ich brauche einen Pau, um hier hochzukommen. Aber den brauche ich ja gar nicht. Okay. Ist auch nichts. Was macht eigentlich der Pfeil hier? Das ist... Oh! Letzte Idee. Letzte Idee. Danach bin ich mit meinem Latein am Ende. Kommentare haben nichts gebracht. Danke dafür. Die Idee ist, die Paus so hoch zu stapeln, dass ich beim Hochwerfen, beim letzten Hochwerfen, den Block nicht auslöse, weil ich in dem Block drin stehe. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Dafür müsste ich... Dafür ist die Fläche dort eigentlich viel zu klein, um da vernünftig zu bauen. Aber wir probieren es einfach mal aus. Oh, wait, was? Der war die ganze Zeit in der... Hä? Ach so... Ich bin zu... Moment. Der Bob Omb ist am Anfang in der Luft und wird durch den Stein runtergedrückt. Dann muss ich doch einfach nur den ersten Pau auslösen. Oder nicht? Fragezeichen. Was? Oh mein Gott, wenn das die Lösung ist, ich beiß mir so in den Hintern. Okay, ganz schnell jetzt. Shit. Okay, dann die Variante, die ich gerade gemeint habe, mit Pau bauen. Ich lege mal einen hier hin. Jetzt hier wieder durchrutschen. Irgendwie. Nein! Oh. Okay, dann kann ich jetzt trotzdem ausprobieren. Aber war der Bob-Omb nicht gerade in der Luft? Irgendwie so ein bisschen? So, aber jetzt kann ich mal ausprobieren, wenn ich den hier... Den kann ich eigentlich auslösen. So, jetzt setze ich den hier ab,
hätte jetzt noch einen in der Hand, theoretisch. Würde mit dem, den ich in der Hand habe... Nein. Würde mit dem, den ich in der Hand habe, den setze ich... Hier in die Lücke könnte ich den reinwerfen. Ja. So, jetzt habe ich noch einen in der Hand. Würde dann auf den da irgendwie draufhüpfen, ohne den anderen Block auszulösen. Das würde, glaube ich, gehen, wenn ich den anderen Pau schon in der Hand habe. Und dann von hier aus den Pau hochwerfen. Ich habe keine Ahnung, ob das geht, aber ich will es ausprobieren. Ja, es ist wieder Zeit für diesen, für einen dieser Parts. Für so einen Part. Das ist so wäre der Wortlaut richtig. Wenn man Riso parodieren will. Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Und hier auch, leider. I'm sorry. Nur bei mir sind die ein bisschen öfter. Ich meine, dass der Goomba da so hochgepfeffert wird, ne? Das ist eigentlich... Das sind alles so Sachen, als könnte man irgendwas draus machen, aber man kann nichts draus machen. Hier ist nichts. Und es wäre auch voll dumm, hier irgendwas zu verstecken. So, jetzt guck mal. Der Moment, wo der Goomba runterläuft, ist er ganz kurz in der Luft. Aber jetzt ist er ja schon unten. Na? Also keine Ahnung. So, aber jetzt probieren wir das aus. Den löse ich aus, leg den Pau... Was bitte? Wieso hat's den jetzt so ausgelöst? Das ist kein natürliches Pau-Verhalten. Ich protestiere erheblich. Jetzt bin ich... Ja, Mist. Mist. Ja, sehr schön, vielen Dank. Okay. Also mit dem... Ich weiß nicht, was es mit diesem komischen Steinblock auf sich hat. Irgendwas mit Sicherheit, was ich nicht sehe. So, ich will den Pau hier oben reinlegen. So. Jetzt will ich hier raus. Perfekt. So. Jetzt will ich den Pau hier hinlegen. Jetzt will ich mit dem Pau auf den anderen drauf. Ohne diesen versteckten Block auszulösen. Mama. Es muss doch gehen. Ah, nein! Ach! Kacke. Und dann würde ich mich hier hinstellen wollen und den Pau nach oben werfen. Das war eigentlich die Idee. Dafür müsste der ein bisschen besser stehen. Der steht kacke. Der steht einfach kacke. Dann muss ich aber auch groß dafür bleiben. Wenn ich jetzt klein werde, kann ich es knicken, das zu machen. Na? Das ist ganz klar. Ich denke aber immer noch, vielleicht bin ich einfach nur zu langsam und muss das schneller machen. Das wäre halt auch eine Idee. Ich weiß es nicht. So, also. Den kann ich auslösen. Den lege ich... Nein! Nein!
den lege ich hier. Nein, nicht wieder nehmen. Einfach nur ablegen. Okay. So. Okay, jetzt müsste ich durchspringen können. Gut, so. Es ist so aufregend. Jetzt ein ganz kleines Stückchen nur rüber und hinlegen. Aber das ist halt... Der legt ihn nicht so hin, wie ich will. Mann. Ja! So. Perfekt. Und jetzt auf den drauf. Aber wenn ich jetzt springe, löse ich den aus. Ich muss so draufrutschen irgendwie. Wenn der so steht... Aber es reicht nicht, weil Mario von selbst nicht aufsteht. Der hängt dann da zwischen den beiden Blöcken. Ich kann da nicht so reinrutschen, ne? Das würde nicht reichen, der würde nicht aufstehen. Nee, das ist auch nicht die Lösung. Er würde nicht aufstehen. Ich sehe das Problem. Er würde nicht aufstehen. Egal, wie ich da reinspringe. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Und dann löse ich natürlich den aus, indem ich mich da hinstelle. Scheiße, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. F. F. Ich habe keine Ahnung. Und wenn wir es von der anderen Seite... Das ist jetzt das Letzte, was ich probiere. Dann schließen wir den Part ab und haben einen komplett erfolglosen Part, bei dem ihr gerne mitraten dürft. Ich habe keine Ahnung, was ich tun kann. Also selbst wenn hier ein P-Switch versteckt wäre, ich wüsste gar nicht, wie ein P-Switch mir helfen soll. So, das ist... Ich verstehe einfach nichts. Und der also ich wette, man muss den Goomba irgendwie mitnehmen und irgendwas mit dem Goomba noch anstellen. Soll ich nochmal... Der stirbt so. Ich kann machen, was ich will. Der stirbt mir weg. Also, jetzt legen wir jetzt den Zeit mal hier hin. Ach so. Aber jetzt komme ich nicht mehr. Jetzt nimmt er den nämlich die ganze Zeit in die Hand. Das ist natürlich auch kacke. Ich will ja hier wieder rausrutschen. Das geht aber nicht, weil der jetzt die ganze Zeit in die Hand nehmen will. Okay, wir lösen jetzt mal die Seite hier aus. Nee, das ist auch dumm. Oh Gott, Leute, bin ich eigentlich dumm? Ich kann doch... Oder? Wie hoch... Wenn ich den jetzt so hoch... Ach nee, kann ich nicht. Ich bin dumm. Der löst ja aus. Lass mich wieder raus, wenn der da steht. Steht ja theoretisch erstmal gut. Aber so... So komme ich halt nicht mehr raus. Alter. Ich hasse alles. Nee, keine Ahnung. Da muss ich wohl aufgeben an der... Stelle. Ah, das reicht auch nicht.
hatte gerade noch eine andere Idee. Aber... Aber das reicht halt alles nicht. Vor allem jetzt ist ja der andere Pau eh weg. So, das ist ja egal. Ich meine, wir können noch mal üben. Ich müsste jetzt so drauf springen, dass ich stehen kann auf dem anderen Pau. Ohne den anderen auszulösen. Oh, shit. Aber leider sind wir halt nicht in SMW, wo man dann hochgedrückt wird, wenn man jetzt, ne? Wenn ich jetzt springe, löse ich den aus, den anderen Block. Egal in welche Richtung ich springe, ist vorbei. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man dieses Level spielt. Das... Ja. Hat Vicaris das Level geschafft? Sehen wir das irgendwo? Also Zyxvö hat es geschafft. Das ist auch der Rekordhalter. Resmon hat es geschafft. Vicaris hat es geschafft. Verdammt. Sehe ich hier irgendwo? Nee, da sehe ich natürlich nichts. Weil es ja der andere Raum ist. Tja. Ich schätze, ich werde bei dem Level einfach mal bei Rasierer auf den Kanal gucken. Der hat ja zu allen Leveln Lösungen hochgeladen. Und werde mich tierisch ärgern, wie es geht. Vielleicht gibt es das Level im nächsten Part ja nochmal, wenn ich mir den Anfang angeguckt habe und merke, wie es geht. Oder keine Ahnung. Irgendwie, ich weiß es nicht. Irgendwas habe ich komplett hier mistig gebaut. Gespielt. Man weiß es nicht. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.